Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei der Terra May. In der Secret World. Wir sind hier schon mal schnell rüber gejumpt zu der Neferati. Klingt ein bisschen wie ein... Ja, wie heißt die gar nicht? Nefertari heißt sie ja. Nefertari, nicht Ratti. Ratti finde ich cooler. Oh. Oh. Okay, gut, gucken wir mal, was die uns zu erzählen haben. Kind von Gaia, wisse, dass es im Universum ein Gleichgewicht gibt und immer gab. Oh Mann, jetzt geht das wieder los. Das Gleichgewicht zwischen Maat und Isfet. Einerseits Gerechtigkeit, andererseits Chaos. Wir sieben, Brüder und Schwestern, gaben wissend unser sterbliches Leben auf. Wissend? War es nicht eher Naivität? Ich muss Vater bitten, euch auseinanderzustellen. Gaben unser sterbliches Leben auf, um dieses Prinzip zu wahren, in alle Ewigkeit. Genau wie Atons Jünger sich in die Arme des völligen Chaos gestürzt haben, umspült von seinem schwarzen Schmutz. In ihrer Erschöpfung sind meine Geschwister gestrauchelt? Ich schwöre, wenn ich zu ihr rüber könnte, dann würde ich... mich niederstarren? Versuch's doch einfach, vielleicht klappt es ja. Bei den Göttern. Während ihr beide Zeit und Energie mit Streiten vergeudet, vergiften Kreaturen die Oase, die es seit den Roten Nächten nicht mehr gab. Die Roten Nächte sind vorbei. Die Oase trocknet wieder aus. Niemand entgeht der Gerechtigkeit der Zeit. Was für ein Unsinn! Hörst du denn nicht, was er sagt? Es ist keine Zeit! Hat der Hohepriester dich als Mann erzogen? Unser Vater hat einen Namen! Eine Steinstatue zu sein passt zu dir. Unsympathisch. Ich finde diesen Catfight von ihm total geil. Ja. Neferatis Waagschalen aufheben. Ich nenne jetzt Ratti. So. Wenn ich könnte, würde ich zu ihr rübergehen und... was denn? Mich anstarren? Zu Tode starren? Jetzt müssen wir hier wieder. Du musst hier noch, Ja, die Seele. Müssen wir jetzt mit der Waagschale oder. Ja, die Quest war das, ne? Das ist klar. Jetzt kommt hier so ein dicker Ding. Und mach das. Jawoll. So geht das. Niederhallen. Zu viel DSA gespielt, also. Na, damit bin ich, angefixt worden. Aha. Als ich da mit zum RP kam dann. Ja, das ist ja in Deutschland eigentlich gang und gäbe, dass man DSA gespielt hat. Es gibt, glaube ich, nur ganz wenig deutsche Rollenspiele, die noch kein DSA gespielt haben. Da ist ein Wissen, ich hole das Wissen. Schrotflinte, yay. Jetzt lass mich doch mal nur das Wissen holen, du schmutzverformter. Hast ja, aber genau, schon zu Terror spielen. Oh, Hund von Nergal, komm mal her. Solltest du mal aus der Bei Suche Fuß. Er hat schon ein Krönchen. Ja. Du hast die ganze Zeit Schmutzkontakt. Schmutzkontakt? Mhm. Das macht großen Schaden über Zeit, lähmt und beeinflusst Kräfte. Mhm. So denn. Das dürfen wir wieder alleine machen, weil dein Ziel nicht für mich. Ich habe jetzt 4 von 8. Einen. Das ist... Mhm. Also wenn es was an diesem Spiel zu bemängeln gibt, dann sind es solche Programmierungsunfeinheiten, ne? Definitiv.
Aber wie war's? Wir hauen ja so viel um. Ja, macht ja nix. Wir hauen so viel um. Ja, das stimmt. Du brauchst Heilung. Bitteschön. Danke. Ich war am Sterben. Ja. Ich hab's gesehen. Dann hab ich es behoben. Ups, nicht den Webbrowser aufmachen. Ich bin jetzt hierher gekommen. Hat sich angeschlichen, genau wie der hier. Mhm. Die beiden, die da hinten sind. Es sah gerade ganz komisch kurz so aus, als würde ich auf dich schießen. Ja, irgendwie Halsketten kann man jetzt ja ganz vergessen, ne? Ja. Seit dem Park Allen Dingens Teil. Ja. Aber Würfel, wer braucht denn diese scheiß Würfel? Obwohl. Ne. Da und den auch noch. Also ich hab. Okay. Dann zurück zum Lager in der Schlucht. Müssen wir nach oben, ne? Nee, hier durch. Wir müssen doch schön die Initiaten tun. Ja, die müssen ja auch noch geläutert werden. So ist das richtig. Ja, die musst du auch noch mal mit der Waage dann. Könnte sein, dass das wieder für uns beide gilt. Ne. Bin ich sicher. Ah doch. Siehst du? Urteil über das, über die Seele. Es ist bescheiden. Halt ich mal. Ja, ja, stimmt. Du bist im Defensivziel, deswegen. Wie viele Initiatenseelen hast du jetzt? Drei. Oh, ich nur zwei. Das ist komisch. Ja, manchmal ist das echt komisch. Na, jetzt habe ich zum Beispiel auch nur drei behalten, weil die eben nicht gezählt hat. Strange. Nee, es müssen schon die, ich glaube, Schmutzbeschmierten sein. Und die sind eigentlich... Alle tot. Weil da oben kommen dann nur noch so Rufe. Ah, hier ist Thank you.
Und ist hier einer respawned. Da. Und ich weiß in welche. Aber weißt du, ich freue mich ja so aufs Wochenende. Wir müssen jetzt echt noch einen Tag festlegen und eine Uhrzeit, wann wir anfangen. Instanzen! Ah, ja. Instanzen, das war ja unser. Jetzt müssen wir hoch. Hauptlager finden. Mir fehlt immer noch einer. Achso, okay. Und ich weiß, in welche ich euch so oft reinscheuchen werde. Welche denn? Manufaktur. Warum? Na, gibt es Katzenohren-Headsets? In verschiedenen Farben. Okay, da vorne ist einer respawned. Die Dinger sind schweineteuer. Wollen sie bis zu 15... Millionen und aufsteigen für haben. Im Auktionshaus war eins für 45 Millionen drin. Mhm. Ist nur zurück, ne? Nee, hoch. Ah, hoch. Ich will nur zuhören. Ich hatte eben zuhört, hab's wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis, ne? Ich bin ja schon alt. Ah, jetzt kommt das wieder. Ja. Ja. Danke. Komm du erstmal in mein Alter. Schaffst du vielleicht gar nicht. Ah, bin ich mir nicht so sicher. Immer noch kein Okkult-Talisman. Ja, heb dir deine Schwarzbarren auf. Meine ganzen, wie viel habe ich? 178? Ja. Denn ja noch mehr. Warte mal, ist das der Okkult? Ja, den Okkulten, da kriegst du doch eigentlich relativ schnell. Oder war das jetzt die letzte? Und du kriegst erst den Gürtel. Den Lila. Wenn du die Quest machst. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass mein Okkult-Talisman langsamer abgewertet werden muss. Aufgewertet. So heißt es richtig. Aufgewertet. Ja. So. Aber wir müssen eben deine Kleine hier auch mal ein bisschen wieder mit in Instanzen nehmen. Ja, aber ehrlich, so weit wie die anderen Charaktere momentan sind, ist echt noch extrem klein. Ja, in die Elite kommst du auch nicht wirklich rein. Was wir ja jetzt am Wochenende vorhaben. So, wir müssen den Anführer der Gruppe finden und der ist nämlich hier hinten. Sterben.
Yay. Ein Okkult-Talisman. Dann siehst du mal, brauchst nicht mehr auf Würfelglück oder Dropglück hoffen. Der hat nur eine scheiß... Ja, der hat gar keine Glyphe, ne? Weniger Gesundheit, weniger Trefferwert. Ich weiß ja nicht. Ich nehme ihn mal mit, aber nur, weil ich eben so danach geschrien habe. Hast du Glück gehabt, du komisches Ding. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen hier noch hier die Google-Quest von der komischen Tussi machen. Ja. Gibt es nicht irgendwie einen Spawnpunkt in der Nähe? Da unten? Nee, das ist nur der in der Mitte und dann läufst du auch eigentlich genau die gleiche Strecke. Ja. War die denn jetzt nochmal? War das die da? Nee, da ist er. Brauchen wir doch eigentlich nur über Hopsen. Ist nicht weit. Darüber Hopsen? Wo du bist oder was? Ja, hier bei mir. Du kannst aber auch jetzt unten durch den Tunnel schlüpfen. Hier? Und dann hier den Weg hoch. Artur. Hass. Hass. Und ich düse. Langsam Schritt. Ja. Das dritte Zeitalter. Google Quest. Das Warten steht dir gut, Nefertari. So kühl im Schatten deiner Krone. Bitch, es werden die zweite. Immer alle unsere Aspekte gebraucht. Irgendwann ist das für dich vielleicht auch eine Ehre. Kein Gefängnis. Eine Ehre für wen? Unser Ägypten existiert nicht mehr. Und? Unsere Zivilisation war hier weder die erste noch die letzte. Das Land ist so alt wie das Universum und anfällig für Chaos. Frag dich mal, warum Aton sich hier manifestiert hat. Echnaton errichtete viele Tempel und Sonnenhöfe für ihn in Amarna. Dennoch riefen die Stimmen ihn in die heulende Wüste. Warum wohl? Weil der Sand hier dünn ist. Und was darunter liegt, kann seinen Einfluss leicht verbreiten. Locke Menschen her und lass ihre Knochen in uralten Höhlen ausbleichen. So gelangten die Atonisten so rasch an die Macht. Sie nahmen die Waffen, die zurückgelassen wurden. Moment, du wusstest das immer? Tja, du hast nicht gefragt. Aber ich... Ist es, weil ich sie von der Barke geschubst habe, als wir klein waren? Oh nein, halt mich da raus. Klang so ein bisschen wie du. Ich? Das war ich, sie von der Bar geschubst habe, als wir klein waren. Das ist so genial. Mhm. Aber die hört sich gar nicht an mich. Ich habe ein bisschen gesagt. Ja. Wo wird denn da hin? Zu dem Lager. Okay. Bin schon da. Mach dir vor den Umweg. Was? Ja, natürlich. Du bist da oben hin und her gehopst und musst du einfach nur hier runter. Ja. Und dann jetzt hier runter. Mhm. Ich finde, es war ziemlich geradeaus. Einfach nur einmal hier so rum. Ja. Wir können ja mal die Zeit stoppen, aber ich glaube, mein Weg war schneller. Wo du sowieso 25% noch erhöhte Geschwindigkeit im Laufen hast. Nee, ist klar. Nee, rede ich nicht mehr drüber.
Nervig ist es. Irgendwas muss ich ja auch können. Irgendwas. Snickers. Ja, genau, Snickers. Merkst du ja. Weil wo bin ich denn jetzt hier überhaupt hingelaufen? Oh, ist das das hier mit dem kleinen Metalltypen, der vor uns herläuft? Ich muss mich mal anders hinsetzen. Das ist ja immer noch nicht da. Ja! Nur schön. Vielleicht packe ich meine Flügel aus und matche hier erstmal alles nieder, weil ich aber in Berserkerhaltung gehe. Ich bete so lange die Palme an. Eine Palme! Ja. Ole, ole, super Palme! Ole, ole! Ach, der war gut. Mal gucken, wie viel ich mitbringe. Du bringst was für mich mit? Das ist aber nett. Für dich? Wer hat denn von dir geredet? Och Mann. Auch mit dir jetzt. Jetzt geht der Ort. Ja. Flügel. Irgendwie kommt bei mir der Ton ein bisschen verspätet erst an von deinen Einschlägen, die du da fabrizierst. Hier ist ein seltsamer Metalluhrwerkschlüssel. Schock mich nicht so! Mein armes Herz! Was? Ja. Zum ersten Ausgrabungsort gehen. Könnte aber sein. Was ist das? Ich glaube, die habe ich mir markiert auf der Karte. Ausgrabung Nummer 4, Ausgrabung 3. Ausgrabung Patrouille. Tafelfragment. Nee, den ersten habe ich mir nicht markiert. Ja, den ersten musst du ja dir nicht markieren. Da hast du ja nochmal einen Wegweiser hin. Und es ist, glaube ich, wirklich das mit dem kleinen. Süß. Ja, bitte Blacher. Den hat die Terra nämlich auch als Begleiter. Dem Bewacher folgen. Da. Lauf, kleiner Bewacher. Jetzt haben wir sogar zwei. Meiner ist größer. Aber nicht viel. Irgendwie. Dafür läuft deiner nicht so cool. Genau, ich wollte es gerade sagen, der macht da irgendwie gerade nur so kleine Sprünge. Das geht ja gar nicht, das macht er auch nicht. Läuft so wie ich. Und quietschen tut er ganz. Hast du den nicht geölt? Das muss so sein, das ist Retro, das ist in, das ist sexy, das ist. Was weiß ich. Ölen, ja. Einölen ist. Einölen ist sexy, okay. Ja, ich versuch's ja. Ja, ich merk das schon.
Komm, kleiner Bewacher, lauf, 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 lauf. Kann man dem so hintern treten? So? Herausfinden, wohin der Bewacher zeigt. Wo könnte er hinzeigen? Auf die Wirbel. Oben drauf, ja. Bootcamp. Leck. Soll ich darf dich nochmal folgen. Was? Du musst nochmal folgen? Ja. Jetzt. Schön Schrank rankommen. War ja auch so weit weg. So, die zweite Ausgrabungsstätte. Wo war die jetzt noch? Die hatte ich hier noch markiert gehabt, oder nicht? War mit dem Hebel, glaube ich. Ach, war ein bisschen zackiger, kleiner. Dritte? Vierte? Scheint doch nicht mehr markiert die zweite. Nur die vierte und die dritte. So, das wollen wir mal auf der Karte nachgucken, Leute. Da und da und da. Müsste vier sein, ne? Eins, zwei, drei, vier. Da ist die vier. Müsste dann irgendwo hier da sein. Ich glaube, da, wo ich auf der Karte Bewacher hingeschrieben habe. Anstatt Ausgrabungsstätte 2. Ist das eine Tragik? Bin ich so. Da können wir nicht irgendwo dahin jumpen in die Nähe? Wir können hier zu. Die Füße von Satis. Durch die Teile durch, immer geradeaus. Ja, bla bla bla. Halt's Maul. So, ich bin ja schon ganz nah bei den Punkten, die ich mir hier markiert habe.
glaube, da ist er. Da fällt die Terra voll in den Himmel. So, Bewacher benutzen. Kannst du jetzt auch den Bewacher benutzen? Nö. Oh, das ist wieder ätzend. Aber ich folge jetzt einfach mal. Ätzend. Beschwerdebrief an Funko. Immerhin hast du eine unsichtbare Katze. Ja. Mein Katzen-Raid. Wraith heißt er. Wraith. Muss man zehnmal betrunken hintereinander Wraith sagen. Bitte was? Zehnmal betrunken hintereinander Wraith sagen. Wie gut, dass ich mich betrinke, ist. Das sagen kannst, dann bist du nämlich noch nicht betrunken. Definitiv. Und deswegen, nein. Das ist genau wie dieses, wie heißt das noch? Womit wir uns früher im Studium immer. Transsubstantiationslehre, genau. Oh Gott! Oder Nicenum Constantinopolitanum. Latein und so, ja, schon klar. Das kann ich ja schon nüchtern kaum sagen. Komm, kleiner Mann, jetzt hier, schneller! Ja, du zeigst doch hier gleich auf den Hebel. Ja. Da ist ein Hebel! Boah. Ja. Wird hier gleich irgendwie. Müsste doch auch gleich sein. Nein, das ist meine Katze. Das ist kein Hebel, das ist deine Katze. Ich glaube, du bist schon zu weit weg, oder? Jetzt ist er hier. Mann, das dauert ja echt ewig, bis der spawnt. Hebel benutzen. Und dann hier rein. Eine Höhle. Sehr gut. So, stopp. Wir haben nämlich die halbe Stunde durch. Das heißt, die dritte und vierte Ausgrabungsstätte machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Koali und Terra May nuben sich durch Ägypten und finden sich eine versteckte, versteckte Wissensteile hier hinten. Komm, tu mir mal nach Transsilvanien, da habe ich wieder mehr Infos, weil kann ich hier, nee, das mache ich, habe ich hier ganz selten gemacht. Wenn, dann bin ich ganz ehrlich, weil Kingsmouse und das ganze Solomon, das kannst du schneller hinter dir bringen und gibt dir eben da genau die gleichen Barrenanzahl. Sonst gehe ich gerne auch noch mal nach Transsilvanien, weil man dann auch noch mal ein paar Schwarzbarren in bestimmten Gegenden farmen kann, so wie Siegel, aber hier ist ja so mal gar nichts Interessantes. Okay. Das ist doch mal ein Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.